Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt das Update 1.0.3 der Futtermischerstellung von Farmer Schubi an. Die vollständige Mod-Vorstellung verlinke ich euch dann am Ende des Videos. Hier nochmal nur kurz das Quick-Update 1.0.3. Und zwar mit der Version 1.0.3 wurde neben der MB-Zahl von 11,6 MB, muss ich nochmal genau gucken, reduziert auf 8,0 MB. Wir haben jetzt Füllstandsanzeigen, wie ihr hier seht, und wir haben eine Platzersparnis mit dabei, beziehungsweise neben der Platzersparnis, ihr seht, es wird nichts mehr auf dem Boden irgendwie, also keine andere Textur halt draußen rum, sondern ihr könnt es irgendwo abstellen und dann ist es halt auf dem Gras und gut ist. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Ansonsten nochmal kurz zusammengefasst, ja, Futtermischherstellung. Wir haben jetzt hier diesen Trigger mit diesen ganzen Dingern, wie man es halt kennt. Und hier haben wir jetzt die Anzeige, die gleichzeitig auch mit integriert ist für eine Füllstandsanzeige. Futtermischherstellung. Wir haben Heu, Stroh, Silage und bekommen jetzt auch Mischfutter, also TAM, raus. Das war in der ersten Version, die wir vorgestellt haben, nicht so, da kam einfach nur Futter raus. Jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, den Unterschied zwischen Futter und Mischration, okay, ich hatte irgendwie im Spiel noch nie Futter gehabt, muss ich ehrlich gesagt, oder keine Ahnung, ich dachte, Futter ist Futter, ja, Futter, TAM, logisch, ne, aber nee, das war was anderes. Deswegen, dieser Fehler ist jetzt aber behoben. Es ist jetzt richtiges Mischfutter, also TMR. Totale Mischration. So, ja, das Ganze wird hier mit eingepumpt. Damit bleibt der Lock jetzt dementsprechend auch sauber. Wir nehmen mal hier die Zeit so auf 60 hoch. Ihr seht, es wird nichts mehr an den Lock reingeschrieben, sondern die Anzeige läuft hier durch. Und ihr seht, alle einer Minute werden 5000 Liter durchgängig verarbeitet. Mir ist es, wie gesagt, immer noch ein Tick zu schnell, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ist aber, denke ich mal, auch Ermessenssache bzw. Ansichtssache. Vielleicht kann man das irgendwo in XMLs umstellen, wer da Ahnung hat, gerne. Wir haben hier hinten beim Abladetrigger ebenfalls noch eine Anzeige, die uns das gleiche in grün anzeigt, also vorne sowie hinten. Und ansonsten machen wir jetzt hier mal kurz Rambazamba durch. Ich habe von überall 47.000 Litern mit reingehauen. Seht. Auch es verbraucht natürlich unterschiedlich schnell das Ganze, Silage am meisten, danach eben Heu und zu guter Letzt dann dementsprechend das Stroh. Und gucken wir mal, was wir hier auf dem Endergebnis insgesamt hinauskommen. Wird über 47.000 Liter auf jeden Fall schon mal sein, glaube ich zumindest. Ja, sieht eigentlich sehr gut aus. Also ihr dupliziert das Ganze im Endeffekt noch. Und bei 52.000... 57, aber ihr seht, wie gesagt, die Lasche geht gleich zu Ende. Von den anderen beiden haben wir noch 30.000. Also die Lasche kommt am meisten rein, aber ist ja logisch. Ist aber bei einer normalen Herstellung genauso. So, langsam aber sicher geht's zur Neige. 11.000 Liter noch, 10.000, 9.000. Wir spulen schon ganz gut vor hier mit 120, 8.000. So. Mhm. 4.000, wir kriegen um die 90.000, kriegen wir hier irgendwas raus. Und stopp, wunderbar. So, dann setzen wir mal kurz wieder die Zeit auf 12 Uhr, dass es auch so schön hell ist. Also wir haben jetzt aus 47.000 Litern, haben wir jetzt 94.000 Liter Futter gemacht. Das, wir können auch hier wieder die einzelnen Komponenten rausholen. Da hat sich nichts verändert. Dann holen wir hier das Ganze raus. Zack, 47.000 Liter totale Mischration. Ja, schöne Sache. Das ändert sich jetzt innerhalb von einer Minute hier noch. Ich spule mal hier vor, wenn ich nicht jedes Mal einen falschen Knopf drücken werde. So. Oder? Ne, die Anzeige bleibt aus irgendeinem Grund stehen. Okay, warum bleibt die Anzeige? Oder ist die hier vorne besser? Oder muss ich erst weg? Ah, hier haut sie hin. 47.000. Ich glaube, da müssen wir aus der Nähe weg. Also wird angezeigt. Passt soweit. Gut, mehr gibt es eigentlich im Endeffekt auch gar nicht zu sagen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt zum Update. Hier am Ende findet ihr jetzt nochmal die ausführlichere Vorstellung, auch wenn das jetzt auch ausführlich war. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.